Oh, ich freue mich total. Es waren irgendwie jetzt auch gestern, wir haben irgendwie so viel gelacht gestern, das war unglaublich. Es war wie schon so eine Einstimmung aus Wochenende. Eine unglaubliche Freude, wenn wir diese angestaute, was auch immer das ist, in Beziehung freilassen und einfach irgendwas wieder fließen darf. Einfach was gegeben werden darf, was nicht gegeben wurde. Etwas angeschaut, was schon lange darauf gewartet hat, angeschaut zu werden. Und irgendwie jubelt das. Und ich weiß es auch nicht. Und der Titel für das Wochenende ist ja Das Licht in deiner Beziehung oder in deinen Beziehungen. Das ist immer das, was wir an einer Stelle machen, wenn es um Geistesarbeit geht sozusagen, das dehnt sich automatisch aus. Es ist nicht begrenzt zum Glück. Und wir sind zu dritt. Ich wohne ja in Flensburg und ich freue mich, dass Hubert gekommen ist aus Österreich und dass Andreas gekommen aus Detmold und dass wir alle hier zusammenkommen und ein wunderbares Ja, ein Wochenende voller Wunder erleben werden. Ich finde diesen Satz so toll im Kurs, er hat in deinen Bruder genau das Gleiche gelegt wie in dich. Es heißt, in jedem von uns steckt dieses Universum von Liebe im puren Überfluss. Das ist in unserem Geist, in jedem von uns. Und er macht keine Ausnahme. Er ist kompromisslos. Ja, okay. Erstmal, ich sollte jubeln, oder? Wieso jubel ich nicht und bin einfach glücklich, dass das so ist? Ich kann mich echt immer mehr darüber freuen und einfach darüber glücklich sein und es einfach annehmen, weil ich war auch ein ziemlicher, also ich habe sehr mich bekämpft innerlich. Und das war mir auch bewusst. Aber ich kam da irgendwie nicht raus. Und dann kommt jemand und sagt, du kannst das Licht, was du bist, nicht zerstören. Das Licht, was du bist, kann nicht sterben. Das Licht, was du bist, kann nicht angreifen und nicht angegriffen werden. Das Licht, was du bist, ist komplett frei. In jedem Moment. Und es gibt Leute, die haben das sogar im Gefängnis erfahren, weil die so sehr in gewissen Situationen, wo wir einfach merken, ich kann nur noch aufgeben jetzt. Es gibt nichts mehr, was ich verteidigen kann, weil ich bin zu müde. Ich bin müde von dem, was ich sehe. Ich will nicht mehr kämpfen. Und aufgeben. Das sollte man mindestens einmal täglich tun. Wir haben auch gestern so gesagt, manchmal kann man einfach nicht verheimlichen, dass man nicht von dieser Welt ist, ne? Wir sehen das irgendwie so an unseren Kindern, wenn die manchmal einfach so Sätze abrufen oder ja, so Dinge reinbringen und denken, okay, die sind 2 und 3, wo kommt das her? Wieso wissen die sowas schon? Es ist so, wie viel wir doch irgendwie machen, um einfach in dem hier dabei zu sein. Irgendwie das hier zu verstehen, was diese Welt ist, wie das abläuft, wie es nicht läuft, was höflich ist, was unhöflich ist, was in der einen Kultur gut ist und in der anderen nicht. So viele Informationen die ganze Zeit. Ich kann mich den ganzen Tag informieren und dann aufzugeben da drin und dich einen Moment nach Hause holen zu lassen, damit man wirklich mit diesem Licht in diese Beziehung, in der ich jetzt mit euch bin, gehen kann. Und diesem Licht den Platz geben und den Raum geben. Ich kann das nicht füllen, ich kann das nicht machen. Sowas hier hätten wir vor 10 Jahren, das war für mich die Hölle.
vor Leuten zu sitzen und zu sprechen. Ich habe am ganzen Körper gezittert, ich habe alle möglichen Urteile gespürt, habe ich gedacht, der denkt jetzt das über mich, wenn ich jetzt das sage, ist total falsch. Und ich war so damit beschäftigt, mich fertig zu machen. Und Jesus hat mir echt Stück für Stück oder einfach diese Stimme, und für mich ist es Jesus, diese Stimme, die einfach immer für das Licht spricht, immer für die Liebe, immer sanft. Und wenn es mal, mach das jetzt nicht, dann ist es immer mit so einer Sanftmut verbunden. Das kann man nicht machen, das kann kein Mensch machen irgendwie. Und ich kann das hier nicht machen, ich kann das, was ich bin, nicht machen. Ich kann es nur sein lassen. Und alles dafür tun, um mich daran zu erinnern, wenn es was zu tun gibt. Und das kann total praktisch sein. So. Es ist in jedem Moment kann ich das üben. Ja. Und einer der Sätze, der für mich wirklich so, wie sagt man, kann man sagen, so eindeutig ist, worum es im Kurs geht, ist: der heiligste Ort auf Erden ist da, wo alter Hass in gegenwärtige Liebe gewandelt wurde. Ist nicht ganz wortgerecht jetzt, aber und er zeigt mir, was mein alter Hass ist. Und das fühlt sich manchmal echt nicht schön an. Aber es lohnt sich, das anzuschauen, um daran vorbeizugehen und eine neue Entscheidung zu treffen. Ich will das nicht mehr in meinem Geist halten. Weil in meinem Geist bedeutet in deinem Geist. Alles, was ich hier für mich trainiere, das trainiere ich für alle. Und ich hab gar keine Vorstellung davon, wo das alles hingeht, also wen das alles erreicht auf einer Ebene, die ich so gar nicht sehen kann. Wen das in diesem Moment nach Hause holt, indem ich mich erinnere, vielleicht in Timbuktu oder Thailand oder sitzt jemand und lächelt mit mir.